gebe einen Fick auf all die Faker, die jeden kleinsten Millimeter dafür nutzen, dass sie später besser dastehen. Spiel den Hater, bleib gechillt, bald im Pop und im Popschutz auf dem Drop. Ein paar Zeilen gegen Dogs, denn sie bellen laut ne Schrott und keiner steht mehr auf den Shit. Denn sie faken ihre Klicks, mieten für Videos die Chicks, doch verstehen tun sie nix. Also Fresse auf und los, ich mach die Bässe laut und dope. Texte festliches Niveau, bis zum Ende jeder Show. Der BRNAU ist nie immer mit Köpfchen unterwegs. Sie grillen ihre dicken Würste, doch mal mir brutzeln nur Steaks. Ganz kurz wird das Style von der heißen Flamme geküsst, sodass die Garstufe stimmt, aber das Blut weiter spritzt. Hart gefickt werden die Faker von mir selten, weil sie meist selbst dafür sorgen, dass sie in der Scheiße zelten. Und wenn mal gerade dafür Luft ist, dass die Schweine richtig bluten, während Messerschärfer schwach sind, verstumpfe Messer rulen. Ganz easy aus der Rückhand wird der Menschenwald gerodet, Hackfressen weggehobelt und der Spackensound gebonert. Wenn die Vernichtungsflamme lodert, gibt's kein Platz mehr für Flamingos. Gehirne werden ausgekratzt und wir spielen Synapsen-Bingo. Ganz easy aus der Rückhand wird der Menschenwald gerodet, Hackfressen weggehobelt und der Spackensound gebonert. Wenn die Vernichtungsflamme lodert, gibt's kein Platz mehr für Flamingos. Gehirne werden ausgekratzt und wir spielen Synapsen-Bingo. Kein Spacken glaubt mehr an die Idiotie, die gezüchtet wird wie Käfigvieh. Im Hamsterrad der Industrie ist wie Musik nur hinderlich, weil Nachdenken behindert ist. Massenware lieber Kinderfick, Prollfantasie die Lösung ist. Spielen alle jetzt den Bösewicht, weil Besitz von Shit das Größte ist. Die Fleischpeitsche, die Möse fickt, an weichgespültes Schwergewicht. In Videos sein Leben strikt, versunken in sarkastischen Mantren. Stehen sie hasselnd an Ampeln, verticken ihre dicken Sprüche, um sich Goldbarren zu angeln. Dabei sind sie noch viel ärmer dran als selbst der ärmlichste Ehrenmann, weil jener wenigstens noch lernen kann, dass Reichtum gar nichts lehren kann. Also mach ich einen Unterschied zwischen realem Shit und Affentanz. Die Real-Musik im Untergrund braucht keinen großen Waffenschrank. Ich geh alles gelassen an, gebrauch nur meinen Kopf. Alles andere ist Trainingssache und schon wird jeder Faker zerkloppt. Sie spielen selbst dann noch den Boss, wenn jeder merkt, dass Styles nicht kommen. Das Einzige, was heute zählt, sind wohl die Zahlen auf den Konten. Ganz easy aus der Rückhand wird der Menschenwald gerodet, Hackfressen weggehobelt und der Spackensound gebonert. Wenn die Vernichtungsflamme lodert, gibt's kein Platz mehr für Flamingos. Gehirne werden ausgekratzt und wir spielen Synapsen-Bingo. Ganz easy aus der Rückhand wird der Menschenwald gerodet, Hackfressen weggehobelt und der Spackensound gebonert. Wenn die Vernichtungsflamme lodert, gibt's kein Platz mehr für Flamingos. Gehirne werden ausgekratzt und wir spielen Synapsen-Bingo. Die Re-Musik im Untergrund braucht keinen großen Waffenschrank. Keinen großen Waffenschrank. Kein Spacken. Glaub mir an die Idiotie. Wie im Hamsterrad der Industrie.